wir sind jetzt in New York angekommen. Ich habe den ganzen Flug und das alles nicht gefilmt. Ihr wisst, traveln, nichts Besonderes im Flugzeug, sitzen halt. Da unten ist unser Apartment auf jeden Fall, das zeige ich euch später. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen durch Brooklyn. Wir sind nämlich gerade in Brooklyn. Und ja, ich zeige euch einfach ein bisschen die Gegend, die Hood. Und es wird der Hood-Vlog, Leute. Der Brooklyn-Hood-Vlog. Wir haben auch noch ein paar Freunde hier, die uns dann die gefährlichen Seiten von New York zeigen werden. Darauf freue ich mich auch richtig. Und Leute, für alle, die noch nicht in Amerika waren, es sieht alles aus wie in den Filmen immer. Original alles. Überall diese Häuser mit diesen Treppen dran. Überall liegt Müll. Überall sind Polizisten. Da vorne gerade schon wieder Sirenen. Schüsse haben wir noch nicht gehört. Aber ich denke mal, das hören wir auch noch die nächsten Tage. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, und ich wollte das nur kurz mal erklären. Wir, also Leon und ich, reisen jetzt ein bisschen durch Amerika. Ich bleibe jetzt 5 Tage in New York. Dann fliegen wir nach Miami, dann bleibe ich da eine Woche. Dann fliegen wir nach L.A., da noch eine Woche. Und dann haben wir 2 Wochen Zeit und können spontan noch überall hin in Amerika, wo wir wollen. Und das können wir uns dann angucken. Ich werde auf jeden Fall alles für euch vloggen, so viele Videos wie möglich machen. Ich habe auch schon ein paar coole Ideen. Und ich bin auch hier in Amerika, das kündige ich jetzt schon mal an im ersten Vlog, um mein Musikvideo zu drehen. Wenn ich die 200.000 erreicht habe, werde ich ein Musikvideo droppen. Das Lied ist schon ready, alles ist heftig aufgenommen worden, richtig. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben im Studio, alles nicht so low budget. Deswegen wird das Video auch heftig. Musikvideo in Amerika, keiner kann was sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Leute, wir haben schon einen geilen Hotdog-Stand gestern Abend gefunden, wo wir angekommen sind hier. Hotdog, $2 einfach. Nichts geil, ich schwöre. Ich wollte schon immer nach Amerika, weil ich ehrlich mal wissen wollte, ob das wirklich wie in den Filmen ist. Und es ist einfach 1:1 so. Und was mir hier in Amerika gefällt, alleine auf dem Flug haben Leon und ich direkt Leute kennengelernt aus Amerika. Ein Musiker, ein Unternehmer. Und bei dem wir gerade uns das Apartment gemietet haben über Airbnb, der arbeitet einfach bei Google. Der arbeitet einfach bei Google. Den nehme ich auch noch in meinem Vlog. Mit dem werde ich auch noch ein paar coole Videos drehen. Der ist nämlich richtig chillig drauf. Das ist das Ding, Leute. In Amerika sind alle Leute viel offener, chilliger drauf. Die gönnen auch. Die gönnen dir deine Sachen. Die wünschen dir immer nur Erfolg. Sagen, ich hoffe, du schaffst das mit deinem Business. Und in Deutschland, da wo ihr jetzt gerade seid, alles nix gönne, alles Neider. Ich weiß auch nicht, was in Deutschland los ist. Ihr müsst mal mehr gönnen. Yes, I am on that Brooklyn bullshit. That's where I was born and raised, niggas. So, es ist ein bisschen laut, weil hier oben die Bahn fährt. Wartet. Weiter geht's. Wir laufen nämlich nach Manhattan. Wir könnten auch den Bus nehmen, die Bahn, aber ich will New York halt sehen oder wir wollen New York sehen. Deswegen laufen wir jetzt einfach über die Brücke, die ist glaube ich so 2 Kilometer lang. Ja, und es ist auch erst 10 Uhr morgens. Das heißt, wir sind richtig früh aufgestanden. Jetlag kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, was alle immer sagen oder haben. Deswegen, wir laufen einfach durch ganz New York. Da steht einfach ein Einkaufswagen auf dem Dach. Wie ist der da hingekommen? So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Times Square. Ich bin ja mit Leon in New York, also die ganze Amerika-Reise mache ich mit Leon. Leon ist nämlich mein Manager und er war an der München Filmakademie. Das heißt, die Videos werden überkrass. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Leon ist einfach mit der heftigste Manager überhaupt in Deutschland, finde ich.
Deswegen, ihr wisst Bescheid, Session leer. Danke. Ihr habt ja die Aufnahmen gesehen. Ich habe auch hier noch was Kleines eingekauft für meine Mama und meine Oma. Die gucken nämlich auch meine Videos, deswegen zeige ich die Postkarten noch nicht. Und wir haben gerade noch so ein paar Straßenrapper gefunden, die uns ihre CDs gegeben haben. Auf jeden Fall richtig fresh. Hören wir uns nachher mal an. Vielleicht sind da ja ein paar Newcomer-Rapper dabei. Man weiß nicht. Jetzt sind wir kurz vorm Times Square. Und ja, da werde ich dann versuchen, einen Polizisten zu finden, dem ich Deutsch beibringen kann. So ein, zwei deutsche Sätze. Mal gucken, ob wir einen finden. Was in das Mikro sagen. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Egal, ihr wisst Bescheid. Mirko wird jetzt von Hulk geschnappt. Wir wollen dem, glaube ich, ein ziemlich teures Foto aufbringen. Oh. What? Achtung! What? Yeah. Achtung! Yeah. Oh Gott. Jetzt sagt ihr ja noch, ich habe ein Foto gemacht. Dabei war das alles im Video. Ja? Ja? Jetzt will er noch Geld von mir haben. Ja, ich gucke! How many? One for me. Dickes Minusgeschäft, Leute, fürs Video nochmal. Aber die zwingen einen hier, die wollen einen einfach abziehen. Die sagen, ja, komm, komm. Und dann sagen die, ja, wie viel Geld? Ah, komm, $20. Oh, komm, $30. Ah, komm, Alter, hört mir auf. Wir sehen uns. Ciao. So, Leute, ich habe leider niemanden gefunden, beziehungsweise dürfen die das nicht, weil hier überall Kameras sind, haben die uns gesagt. Und die dürfen halt sowas nicht machen, sich nicht filmen lassen. Und deswegen klappt es leider nicht, aber vielleicht werde ich das noch in einem anderen Video schaffen, irgendeinen Polizisten dazu zu bringen, ein paar deutsche Worte zu sagen. Ich würde auch sagen, das war's mit diesem Vlog. Die Roomtour gibt es im nächsten Vlog. Es werden eh jetzt durchgehend Vlogs kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, sprengt die Likes. Der nächste Vlog kommt an die Tage, immer ein bisschen versetzt. Ihr wisst Bescheid, abonniert mich auf Instagram, folgt mir auf Snapchat, folgt mir überall, abonniert mich auf YouTube. Gang, Gang, Mirko Rose, haut rein, ciao. So, jetzt muss noch einmal ich mich zu Wort melden. Also ich muss euch mal was wirklich Verrücktes erzählen. Ich war ja schon oft in Amerika. Hab schon viel erlebt. Ich habe selber, wie ihr seht, pinke Schuhe an und dachte, ich wäre schon echt crazy damit. Aber Mirko mit seinen richtig crazy 97ern wurde hier in Amerika, in New York, schon locker 4-5 Mal angesprochen und die Leute haben gefragt, wo hast du diese crazy Schuhe her? Ich meine, Mirko, die Schuhe sind krass, aber was wollen die Amis denn von dir? Ich weiß auch nicht, Leute, irgendwie fühlen die Leute meinen Style hier in Amerika. Ich weiß selbst, es ist der erste Tag in New York, der erste richtige, und ich wurde jetzt ehrlich über 10 Mal angesprochen. Auf meine Schuhe, auf meine Cap, erlebt auf alles. Keine Ahnung, die feiern die. Zu krass, Leute. Thank you.